Stockwerk 2, Second Floor, Webereietage. Walter Gropius war unvorsichtig. Was für das Bauhaus zählt, ist die Begabung, nicht das Geschlecht, verkündet er im Frühjahr 1919. Im Sommer sind plötzlich mehr Frauen als Männer an der Schule. Damit hatte jetzt keiner gerechnet, vor allem Gropius nicht. Nun wird der Lehrkörper nervös. Man will lieber keine Frauen in der Töpferwerkstatt, besser auch nicht im Druck und schon gar nicht in der Metallverarbeitung. Schließlich wird die Weberei zur Frauenklasse erklärt. In der Hierarchie von Kunst und Handwerk steht sie an letzter Stelle. Damit können die Bauhausmeister leben. Gropius wischt sich mit einem Taschentuch ein paar Schweißperlen von der Stirn und die Frauen beginnen zu weben. Zwei der begabtesten unter ihnen heißen Benita Otte und Adelgunde Stölzel. Aber Adelgunde hat keinen Bock, dass sie jemand in diesem Text Adelgunde nennt. Sie ist Gunther, 22 Jahre alt, mit Zeichnungen von der Westfront hat sie sich in Weimar beworben. Sie war Rotkreuzschwester im Ersten Weltkrieg und ihr Urgroßvater Webermeister. Jetzt setzt sie sich vor einen mit unzähligen Fäden bespannten Webstuhl und legt los. Für viele ist die Weberei nur der Mädchenflur. Es gibt null Strategie und wenig Struktur, doch genau das macht es spannend für Benita und Gunther. Sie weben die Schiffchen hinauf und hinunter, verbinden die Fäden, wie es ihnen passt. Sie probieren viel aus und lernen, sodass sie bald selbst den anderen zeigen, wie es geht. Und in ihrem Freiraum was Neues entsteht. Wir weben, sagen sie eben. Und was sie weben, wird gut.